Hallo, ich bin Dennis. Und der Mann neben mir, das ist der Herr Fietje. Herr Fietje ist übrigens Bestatter. Naja, seit kurzem. Was haben Sie vorher gemacht? Ich bin also selbstständig gewesen, Vertriebsunternehmen. In welchem Bereich kann man das sagen? Alarmanlagen und so weiter. Okay. Okay, aber jetzt ist der Herr Fietje eben Bestatter. Und zwar Billigbestatter. Und das geht so. Regelmäßig macht sich Herr Fietje mit einem kleinen Bus voller Leichen und einem großen Bus voller Rentner auf zur Kaffeefahrt. Ins Billigkrematorium nach Tschechien. 15 Uhr werden wir dann die Beisetzung im Krematorium haben. Auf dem Friedhof. Und anschließend haben wir dann die Möglichkeit zum günstigen Einkaufen im Globusmarkt. Manche nennen das übrigens Leichentourismus. Zum Beispiel die Vorsitzende des Niedersächsischen Bestatterverbands. Hallo, Frau Gavens. Guten Tag, Herr Gastmann. Es geht Herrn Fietje im Grunde genommen darum, ein Geschäft zu machen. Also ums Geld? Ja, nichts anderes. Mhm. Also letztendlich ist das Ganze ein Geschäft. Ganz genau. Wie Auto kaufen, sagen Richtig. Sie. Richtig. Mhm. So ist das. Da ist eine Bestattung nichts anderes. Nein. Mhm. Wenn Sie einen Fernseher kaufen gehen, machen Sie ja auch nichts anderes. Apropos Fernsehen. Herr Fietje zeigt mir sein Werbevideo auf dem Laptop. Und wir haben ja im Hintergrund das Krematorium. Sie haben schmissige Musik ausgewählt. Ja, das ist auch wieder bewusst gemacht. Weil die Tschechen für uns so viel machen, sei es einmal Wunderland. Mhm. Ach so, deswegen Boogie Wonderland. Ja. Mhm. Übrigens, von der Homepage von Herrn Fietje kommt man hier hin. Urne im Wohnzimmer oder Garten, verboten, aber leicht und straflos zu realisieren. Ach so, der Trick mit Tschechien. Aber darf der denn das? Hallo, Frau Gavens. Guten Tag, Herr Gastmann. Das ist eine Aufforderung, ein Gesetz zu brechen. Ganz klar. Das heißt, per Gesetz darf man die Urne nicht mit nach Hause bekommen. Das Gesetz in Deutschland sagt aus, dass wir Bestattungszwang haben. Aber seine Kunden stellen die Urne aus Tschechien einfach ins Wohnzimmer. Eigentlich verboten. Und trotzdem kriegen die Leute ihre Asche mit hierhin? Aber nicht von Fietje-Bestattung, sondern vom Betriebsleiter des Krematoriums in der Tschechei. Aber Fietje, das ist doch illegal. Das ist nicht illegal, was ich tue. Ich zeige einen Weg auf, wie etwas geht. Herr Fietje, dann brechen Sie ja das Gesetz, oder? Nein. Also kein Rechtsbrecher, kann man sagen, ein Rechtsbeuger. Wie Sie das nennen, ist mir eigentlich auch herzlich egal. Okay. Okay, und dann war das Interview zu Ende. Ja. Aber damit die Geschichte nicht so traurig ausgeht, suche ich kirchlichen Beistand. Für mich und für Herrn Fietje. Bei einem Pfarrer. Kommt der Herr Fietje jetzt eigentlich in die Hölle? Ach, wissen Sie, ich frage mich, ob es die Hölle wirklich gibt, weil Gottes Herz ist so barmherzig. Gott hat so ein weites Herz, da passen auch noch mal 10 Fietjes rein. Aber es gibt keinen Aldi-Himmel, ne? Es gibt dann wirklich einen Luxushimmel, mhm. Und da darf Herr Fietje auch rein, auch wenn er Aldi beerdigt.